So, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen. Ein neuer Stream. Ein neuer Tag. Ja. Willkommen, willkommen in Update 16. Ach, apropos Update. Werden wir natürlich gleich mal unser Update-Video ersetzen. Das 15 Update auf das 16 Update. Und damit auch jeder sehen kann, was es denn Schönes Neues gibt. Ja. Wie war der Tag bisher heute? War entspannt? War gut? Habt ihr was Tolles gemacht? So, ein bisschen. Bisschen chillen. Bisschen Schule. Oder was los? Okay, meine erste Amtshandlung wird sein, ich wurde gebeten zu testen, wie denn die schwarze Adora mit dem neuen Skin aussieht. Na, sie hat jetzt einen neuen Skin, Ausrufezeichen Update, das ist das neueste Update, ja, vorhanden, könnt ihr euch angucken. Deswegen wenn wir eine Mission spielen mit dem, wir schauen mal, wo können wir schon. Wir können natürlich auch die neue Map machen, aber ich glaube, da habe ich etwas wenig Platz. Was wir bauen könnten, Abfluss, bäh, auch doof. Irgendwas, wo es sinnvoll ist, das zu tun, aber ich glaube, es gibt keine Map, wo es wirklich sinnvoll wäre zu tun. Machen wir vorbereitet? Ist doof, oder? Ist echt doof. Ja, das ist eine echt heftige Map. Wir müssen den Sonnengott bauen. Ja, machen wir mal Abfluss. Ich würde sagen, wir machen Abfluss. Ziehen wir es uns hier rein. War auf der Beerdigung. Das klingt ja weniger cool. Aber warum das denn? Ach, guck mal, wir können sie sogar hier hinsetzen. Natürlich sehr nice. Was? Wir können sie nicht mal in die Mitte setzen? Boah, ist das übel. Das ist ja echt böse. Das finde ich ja sehr, sehr uncool. Ich kenne also nur höchstens einen Ninja-Affe. Hallo? Ach, witzig. So, so. Das ist ja interessant. Jetzt kannst du gar nichts mehr auf das Fass setzen. Null, nothing. Liebe Freunde, das soll aber gar nicht der Sinn gewesen sein. Wir können mal wieder das Overlay wieder anmachen. Einen Moment. Das ist ja interessant. Na, wenn wir hier mal auf die Stream-Seite gehen, kommen wir denn da hin? Ist ja witzig. Das finde ich irgendwie uncool. Ich hätte genau das anders gedacht, aber hey. The Center Barons currently does not support placement. Ach, zukünftig soll das so sein, ne? Da habe ich es dann im Update-Video scheinbar falsch gesagt. Das ist ja voll ekelhaft. Ja, genau, so siehst du aus, dass es nicht geplant ist, Ninja Kiwi, hm? Das ist ja böse. Das ist ja echt böse. Tja. Wir brauchen es bis Runde 100. Naja, finde ich das doof. Dann werden wir eine normale Mission machen. Das ist ja ekelhaft. Na gut, wir machen mal wieder eine Mission, die wir schon lange nicht mehr hatten. Welche hat man schon lange nicht mehr? Oder machen wir sowas A-Platz, du bist das schwierig. Also sowas wie rückwärts können wir halt machen, aber irgendwie eine Mission abschließen. Wäre doof, wenn ich jetzt was machen würde, ohne dass das Sinn hätte. Das finde ich etwas uncool. Ups. Darf allerdings nicht so teuer sein, ne? Können das natürlich machen. Finde das allerdings von der Map her etwas. Ach komm, no risk, no fun. Wir machen Adoras Tempel. Rückwärts. Kriegen wir hin. Leider nicht auf leicht, ist also alles etwas ein bisschen teurer. Das ist dann halt so. So, Adoras Tempel. Rückwärts. Schwarze Adora mit neuem Skin. Da bin ich mal gespannt.
Ach, sorry Leute, ich war jetzt ein bisschen schockiert von dem. Ach, rückwärts. Das ist ja eklig. Das kommt gleich also in der Mitte. Ha, alles klar. Na gut. Wird nicht besser, ne? Es wird nicht besser. Wow. Ist das widerlich, Alter. Okay, okay. Kommen wir uns gleich auf jeden Fall direkt in der Mitte rein und außen ist dann halt doof, ne? Moin, Atlak. Machen wir es mal hier hin. So. Eins, drei, sieben war eine Lösung im Mathe-Test. Ah, ist ja witzig. Ich würde ein kleines Smiley daneben packen. Wenn dem tatsächlich so wäre. 1337. Wie findest du den Alora-Skin? Habe ich im Update-Video schon erzählt. Wie wäre es, wenn ihr euch das mal einfach anhören würdet? Ja, es ist schwierig. Oder? Die kommen nämlich gleich am Anfang hier in die Mitte. Sollte ich sie nicht kaputt machen, habe ich ein Problem. Sollte aber eigentlich nicht das Problem sein. Bin trotzdem gar nicht so einfach. Echt faszinierend. Gut, wir werden auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen die Bananenplantagen forcieren. Wir brauchen das Geld. We need money. Ich finde diese hässliche Update. Das ist alles so hässlich. Ja? Das ist doch viel zu hell. Oh mein Gott. Heute Leistungskontrolle turnen. Und, wie hast du abgeschnitten? Wie wird der neue dunkle Adora-Skin aussehen? Ne. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird sie exakt genauso aussehen. Sie wird einfach komplett ihr normales Aussehen. Ich gehe davon aus. Ihr normales Aussehen wird sie komplett ablegen. Und sie sieht einfach aus wie immer. Ja. Mein Gefühl. Grundsätzlich mache ich die Top-Challenge nicht, weil das einfach Zeitverschwendung ist. Tut mir leid, aber meine Zeit ist zu wertvoll, um das zu spielen. Die Belohnung dafür ist lächerlich. Der Aufwand ist zu durchzuführen, ist einfach zu hoch. Nicht mein. Ich bin nicht die Zielgruppe von der Top-Challenge. Weil es ist echt ein guter Tag. Schule war chillig in deinem Premiere und Stream von Darky, yo. Meiner war auch sehr chillig, entspannt. Ursprünglich hätte ja. Also, ich habe ja heute zumindest arbeitsfrei. Bin trotzdem. Musste trotzdem 7 Uhr aufstehen. Wir hatten irgendwie schon 4 Stunden Babysitten gewesen, was sehr, 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 sehr entspannt war. Fand ich sehr cool. Mal Spitzschuriken. Ich finde, das sieht einfach so hässlich aus. Das ist alles viel zu hell, oder? Also mich stört es total. Ja, Adora ist ganz praktisch, dass sie halt immer noch eine fette Ranger. Deswegen brauchen wir 5 auch den Erz mit den Magier. Ja, es gibt ein Adora-Skin. Ja, Free-to-Play, auch sozusagen ein Update. Wir packen mal ihn hier hin. Damit wir auch ein bisschen abdecken können hier. Sehr schön. Kommen auf den stärksten. Wir haben Ferien, schon wieder, immer noch. Unglaublich. Unglaublich! Wie läuft dein freier Tag? Boah, so frei ist halt nicht. Ich musste nur nicht arbeiten. Und sonst war ich trotzdem halt unterwegs. Viel. Ja, kann ich gut schon machen. Was ich halt auch ganz gerne machen würde, gleich für den Anfang. Wir machen auf jeden Fall mal so ein Firewall. Wow! Ich hatte mir gestern BT5 gehabt und hatte keine Lust auf das Spiel. Okay. Warum musst du das eigentlich 2 Millionen mal schreiben? Verstehe ich nicht. Hast du nämlich auch in der Premiere von dem Video schon 1000 Mal geschrieben und ich habe einfach nicht verstanden, warum du sowas schreibst. Aber gut. So. Jetzt mal hier noch einen. Das ist ja doof, dass der gar kein. Dass der gar nicht kann. Gut, wir brauchen ein bisschen mehr Defense. 750. Ja, Dora ist eigentlich stark genug, um alles allein zu machen, oder? Aber so viel brauche ich hier nicht.
Natürlich ganz cool, wenn sie gleich noch ein bisschen alles andere kaputt machen könnte. Uff, ugh, ia, ugh, Rally now! Rally now! So, wenn wir dafür noch eine Armbrust setzen. Hi Hanf, ne? Skid up! Jetzt sagen wir, setzen hier mal ein paar Plantagen. Ein paar Banken, damit wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Jetzt bin ich endlich mal mit Stream dabei, ja, nice. Herzlich willkommen, ne? Schön, dass du am Start bist. Erste Bank haben wir. Ich bin noch 200 weitere. Ja, easy. Easy! Jetzt geht's los. Lass nur mal ein bisschen Geld farmen hier. Sonst haben die Banken überhaupt gar keinen Sinn mehr. Moin, wollte kurz rein, wünsche ich noch viel Spaß. Danke dir, Kemorax. Warum gehst du nicht bitte 6 auf der PS4? Wie wär's, wenn du das einfach mal Ninja Kiwi fragst? Kann ich dir empfehlen? Einfach mal Ninja Kiwi fragen. Ich glaube, die können dir vielleicht darauf antworten. Noch eine Affenbank. Hm, kann vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Wir gucken mal. Ich werde auf jeden Fall die Dings unten hinsetzen. Die, sag schon, den schwarzen Sonnengott, wenn wir hier unten hin platzieren. Oh, hier oben ist Adora und links werden wir dann entsprechend den schwarzen Sonnengott hinsetzen. Und jetzt haben wir auch genügend gegen Tarns. Hi, bin neuer Zukunft. Was machst du? Wir werden die schwarze Adora bauen mit dem neuen Skin und gucken, wie sie aussieht. Das war ein Wunsch gewesen, dass ich das mal prüfen soll. Meine Theorie, sie wird exakt genauso aussehen wie sonst auch, weil der Skin sich wahrscheinlich einfach ersetzen wird. Aus dem, ne, der normale Skin wird einfach Adora ersetzen. Der normale Skin von Adora wird einfach ersetzt werden, so, meine Güte. Wie würde der dunkle Adora-Skin wohl aussehen? Ich verstehe deine Frage nicht. Icewallow habe ich eigentlich schon gerade beantwortet, aber hey, ist okay. Dass sie exakt genauso aussehen wird wie vor damals auch, weil einfach der normale Skin ersetzt werden würde. Wir gucken! Wir probieren's. Wir kriegen ja schon mal massig Gold, deswegen wir müssen den schwarzen Sonnentempel halt bauen, trotzdem. Wir kommen da nicht drum herum. Have courage! So, wir verkaufen den gleich mal. AI, voll wie eklig. So, ich würde ganz gerne mal die Arkan-Nägel erstmal skillen. Ich brauche das. Wir nehmen mal das ganze Geld mit. Wir sind dann nämlich schon bei 9500. Packen wir Arkan-Nägel rein. Die verbessern wir mal ein kleines bisschen. Kommt hier irgendwann ein größerer Radius mit dazu. Zack, 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 zack. Einfach ein bisschen Defense, ja. Ich habe nämlich echt wenig. Primärtraining, Scharfschütze. Und jetzt können wir versuchen, noch ein paar Plantagen zu bauen. Weil wichtig. Wollen wir die Banken nicht bauen, den Bananenbau sonst nicht bauen, dann mache ich erstmal auf Normals, bei 0-0. Warum kostet die Helikopter nur 675? Affenwissen, mein, lieber Henry. Hi Benomator, ich habe mir noch keinen Anime-Vorschlag von gestern angeschaut, ich habe ein bisschen was anderes zu tun. Kann nämlich bisher noch nicht dazu. Ich habe ein paar ganz wenig aussortiert, aber doppelt halt erstmal geschaut. Welche sind doppelt? Und die gleich rausgeschmissen, um einen besseren Überblick zu haben. Ansonsten bisher noch nichts dafür zugetan. Ein paar Bemerkungen reingeschrieben, aber waren es mir zu viele gewesen. Hab die Frage gestellt, bevor du sie beantwortet hast. Icewallow, du hast sie vorhin schon geschrieben. Darauf habe ich sie beantwortet und du hast sie dann nochmal geschrieben. Das war das, was mich gerade gewundert hat. Aber ist okay. So, machen wir erst einen Blue Jitsu. Was magst du mehr? Bank oder Bananenzentrale? Affenbank. Dazu kommt morgen übrigens auch noch ein Video. Morgen 13:45, glaube. Zu meinen Lieblingszweigen. Das ist ja doch immer noch OP. Ja, sie wurden auch nicht geändert. Das ist schon bewusst so, dass sie bewusst so stark gehalten wird.
Oh, ist ja ganz Gwendolyn hoch. Ich irgendwie gedacht, ich hätte es Gwendolyn. Wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Ich denke, bis Runde 100 brauchen wir sicherlich. So, freies Spiel. Jetzt werden sie halt immer stärker. Das macht aber nichts. Machen wir es leicht. Jetzt haben wir es halt im Mittel. Das hat es richtig gebracht, den Bananenbau zu setzen, ne? Ey, ey, ey. Wie sieht man alle Befehle aus? Wo sind die Commands? Dann bekommt ihr eine Übersicht. Dann postet euch das Humans die Übersichtsseite halt von ihm selber, wo alle Commands drin stehen. Machst du Black Sungard? Machen wir. Wir machen auch die Black Adora. So. Ja, wir können, bräuchten auf jeden Fall noch ein bisschen Defense. Schau mal, ob das. Oh, der Kuh. Die Kuh sieht aber auch nice aus, oder? Die ist auch neu mit dem Skin. Oh, die sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch. Gut, fangen wir also mal an mit dem schwarzen Sonnengott. Den werden wir, würde ich sagen, mal hier unten. Ich würde den natürlich ganz gerne hier hinsetzen. Machen wir auch tatsächlich mal. Wir werden ihn hier auf diese. Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ich ihn hier hinsetze, dann kann er ja gar nichts angreifen, oder? Der ist da voll nutzlos. Oder? Müsste ja, wenn er hier oben hinsetzt, aber hier oben hat er gar keinen Platz, wa? Das war eine gute Frage. Wo habe ich ihn beim letzten Mal gemacht? Müsste ich ihn ganz oben hinsetzen? Nee. Kann er nicht. Oder der Black Sun kann auch sein, dass er tatsächlich über die Dings herumschießen kann. Das ist möglich. Wir werden erst einmal hier hinsetzen. Packen unseren ganz normalen Primäraffen wieder hier hin. So. 5800 Dollar schon drin. Sehr nice. Endlich sehe ich wie schwarz er doppelt klappt bei mir hier. Ausrufezeichen Adora, da steht es auch drin. Aber gut. Fangen wir erst einmal an, ihn aufzurüsten. Oh, nächste Runde nehmen wir das Geld mit. 90.000 Gold nehmen wir wieder mit. Wir brauchen insgesamt über 1,3 Millionen sicherlich. Im Mittel ist es leider immer ein bisschen teurer. So, 105.000 Gold. Das ist erstmal 50.000 investieren. Das finde ich ekelhaft. Erzmagier. Würde ja auch schon mal ausreichen, ne? 42.000. Noch nicht ganz. In Kombination mit dem hier vielleicht schon. Maybe. Ach komm, wir machen normal. Machen wir einen normalen Phönix hier hin. Tower Phönix schon sehr edel. Ach geil. Ich liebe ihn. I love it. Machen wir noch mehr Plantagen vielleicht? Ist das sinnvoll? Irgendwie schon, oder? So, und dann haben wir wieder 1800 Gold, sehr nice. Warum hast du keine Upgrade wieder bedenken? Weil das einfach mal 8000 kostet und mir einfach nur 2.000, 3.000 mehr bringt beim Speichern. Ist mir irgendwie gerade nicht so, finde ich mir nicht so geil gerade. Warum sieht der Dora so komisch aus? Weil das ein Skin ist. Auch so ein Update. Hype Psycho Gamer. Der kann angreifen, weil er sich auf den Tempel stellen wird, glaube ich. Ne, da stellt sich auf den Tempel, er ist an der Stelle, wo er jetzt gerade ist. Aber wir probieren es, wir gucken nach. Ne? Wenn man das hier mal mit dabei auch angreifen kann. So, 50.000 für Zauberer haben wir schon mal. 50.000 für Primär machen wir auf jeden Fall. Was leichter machen wir, also Morbdruck. Eine Mob-Beherrschung, meine ich natürlich. Ist auch ganz praktisch für die normalen Runden. Wie findest du das Update? Auch so ein Update habe ich erzählt. Habe ich es vorgestellt und sicherlich auch meine Meinung dazu einfließen lassen, wie ich es finde. Könnte ich gerne angucken. Leckt das Stream bei mir so. Musst du die Qualität etwas runterstellen? Ja, muss man das, finde ich sehr, sehr nice. Super, super stark. Mal Tim. So, nach der Runde, ja, machen wir noch zwei Runden.
nutzt man natürlich das Maximale auf 5800. Auf 6800. 1000 Dollar Zinsen bekommen. Das ist schon sehr, sehr nice. Warte mal, also noch ein Rundchen. Wo ist eigentlich meine Adora? Achso, ich habe hier drauf gedrückt. Hab ich auf 100 her, aber ich keine Skins mehr. Bin ich doof? Erzähl doch kurz, wie du das Update findest und sag nicht ausdrücklich irgendwas. Doch, weil ich meine Zeit schon dafür investiert habe. Ist doch Schwachsinn, wenn ich jedes Mal wieder was neu beantworte. Und wenn ihr einfach danach suchen könnt, ja. 7000. Vielleicht hilft dir Propaganda. Huch. Propaganda. 9500 können wir halten, wa? Hi Maltinos, hi. Kann auch Bleiblutz platzen lassen. Kann sie? Kann sie. Ich spiele nicht mit Doppelgeld, nein. Ich spiele immer nur fair. So, 8300 und auf geht es zu. Wer hat natürlich auch eine Dings machen können, ne? Normale Herausforderung. Soll ich mir vielleicht mal zu die Zukunft merken. Aber es wäre ja langweilig. Ich will euch zeigen, dass ich einfach geskillt bin. So, Moab Beherrschung. 50.000 da, 50.000 da. Jetzt brauche ich also noch 50.000 in Militär. Dafür nehmen wir mal ganz gerne den Hubschrauber. Leider kommt hier kein Platz dafür. Sehr bedauerlich. Das heißt, ich werde den Sniper nutzen müssen. Oder einen Mörser. Nee. Eine Blumenverarschung. Könnte man nutzen. So. Machst du Adoras Tempel? Die Map mache ich gerade, ja. Die Frage verstehe ich gerade nicht. Wie Adora Eiskern nicht gepatcht wurde. Warum sollte sie gepatcht werden? Sie ist bewusst so stark. Die werden sie auch nicht mehr ändern. Die wird so bleiben. Kannst du mal mit Doppelgeld spielen. Wenn du mir 18 Euro spendest, dann werde ich mir kaufen. 50.000, 50.000, 50.000. Das heißt, wenn ich jetzt gleich den Sonnentempel beschwöre, dann habe ich das schon mal. Schon mal Step 1 haben wir dann ready. Ach, guck mal, der kann das sogar. Ist ja witzig. Aha. Der Sonnenavatar kann um die Ecke schießen. Das ist ja sehr interessant. Ist mir aber auch neu. Noch mindestens 550 BTE6 Videos an der Tula. Moin, moin. So lange wird es noch gehen. Dim. Auf jeden Fall schöner Schaden und hier natürlich auch. Dann würde ich mal den Phönix verwenden. Ich habe gleich Bock, den nochmal zu bauen. Kreisch! Der Damage ist so heftig. Guck ich das an. Na, herrlich. Natürlich noch viel schöner, wenn noch viel mehr Bloons da sind. Da macht es einfach noch viel mehr Laune mit ihm. Dafür, dass Adora so stark ist, kostet er aber auch ein bisschen. So sieht's aus. 5000. Das ist komplett bewusst so. Es ist ja meine Gelegenheit zu versuchen, mit der schwarzen Adora und dem schwarzen Sonnenkopf so weit wie möglich zu kommen. Nö, langweilig. Machen wir nicht heute. Machen wir von anders. Dafür ist die Map auch nicht gedacht. Wusch. Der Badge. Herrlich. Haben wir hier wieder genug Gold? Nö, noch nicht ganz. Ja, ohne Benjamin ist das leider ein bisschen doof. Leider muss ich hier Adora für benutzen. Weil ich sonst Adora nicht, ja. Brauch sie halt. Würde ich schon ganz gerne demnächst machen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht mal, weil rückwärts einfach viel zu heftig ist. Viel zu teuer, viel zu kurz die Map. Mal schauen. Mal kicken, ob wir es hinkriegen. 8700 nehmen wir mit. Machen wir einen Sonnentempel draus. So. Ah, okay, vielleicht schaffen wir es ja doch. Mal gucken. Vielleicht haben wir gleich noch einen neuen Phoenix hinsetzen. Uff, ist der fett. Ich meine, ich kann ja nur nirgends mal hier was hinsetzen. Oh, da haben wir einen schönen Skill. Das mal immer wieder, wenn jemand in der Nähe ist, macht er so ein, ne, seht diesen Schild? Sieht auch sehr interessant aus. Gehen wir schon hin, ne? So, 50.000 wieder in Primär rein investieren. Das heißt, wir werden den Moab-Druck benutzen.
Haben wir noch ein bisschen Gold? Ne, haben wir gerade nicht. Wusch! Ist ja auch noch dazu. Und der Kanadier hat noch den noch keinen Radarscanner, weil er halt keinen Affenbauch bei sich drin hat. Ja. Können wir machen? Glaubst du, dass es bei Bloons Monkey City gibt? Gibt es doch Fresssäckchen? Das Spiel gibt das schon. Oder wie meinst du das? Weißt du, was Starkes? Der schwarze Sonntag ist ultra stark. Direct me. Hier level ich mal Tower schnell. Ausrufezeichen Erfahrung. Was steht's drin? Alter, ich bin gerade eingepennt und hab mich mega erschreckt. Warum? Im Stream eingepennt? Eieiei. Mach Reichheit über Songgott. Ne, noch nicht. Erst wenn er auf Maximum ist. Also sonst saugt er mir alles ein. Will ich noch nicht. So, Unterstützung machen wir auf jeden Fall schon mal hier den zu den Waffen. Mit Heimatverteidigung haben wir hier schon mal die 50.000 investiert. So, Runde 98 haben wir jetzt. Runde 99 kommt jetzt. Die schöne, schwere Runde. Was sagt der Dora? Keine Ahnung. Yes. Direction. Yes. Oh, easy going. Der ist ja gar nicht stark, der Superaffe, hm? Da kommt noch ein Bat. Quietsch! Quietsch! Und ein 032-Affendorf kriegen wir sehr, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Ein paar Planetarischen Außen und Druiden mit Dschungelbird in der Mitte lohnt sich mega. Mhm. Sollte man immer tun, stimmt schon. Kriegt man wahnsinnig viel Zusatzgeld dazu. Ich glaube, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal eine Weile voran, mal ohne irgendwas Zusätzliches. Hast du auch, wie man Level hoch schnell hochkommt, Ausrufezeichen Erfahrung? Und das Monkey City 2 meine ich. Keine Ahnung, hast du was gehört? Bist ja noch nichts diesbezüglich gehört, aber mich auch nicht sonderlich groß informiert darüber. Hi Kicks, alles gut bei mir und bei dir? Hi Lobbanane. Ich spare meine Hits ab für die Sammlung. Ich bin auch so ein kleiner Messi, was das angeht. Quietsch! 110, 120.000, 130.000 Schaden. Das Geld ganz mit. 142.000 wieder dazu. Moab Beherrschung haben wir 50.000, oder? Muss die eigentlich ausreichen schon. Ja. Den haben wir schon Maximum. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Militäraffen, einen Mörser also. Zack. Der reicht leider noch nicht. Das ist schade, dass der nicht reicht. Das ist ja sehr bedauerlich. Aber Schmettergranaten und er reichen aus. So. Und dann noch 50.000 hier drin. So, wunderbar. Jetzt brauchen wir also noch einen 050 Superaffen, einen 005 Superaffen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Achso, und Adoro muss natürlich Level 20 sein. Die ist bis dann locker Level 20 an sich von. Sehr nice. Hey Darky, darf man bei dir im Chat nach Leuten fragen, die mit einem Koop spielen? Versuch dein Glück. Mach's am liebsten aber auf meinem Discord-Server. Weil die Leute sind ja nicht ohne Grund im Stream, weißt du? So, jetzt mal hinten noch einen schönen Superaffen hin. Der darf natürlich nicht eingesaugt werden. So. Entsprechend ein 00. Naja, jetzt brauche ich noch einen Antiblon und eine Legende der Nacht. Oh, hi, dachte, das wäre ein Video, bis ich gemerkt habe, das ist ein Stream, ist cool, danke, ha. Hi, Massimo, na, willkommen. Hallöchen, BMW-Fan, na, es geht ab. Ist nicht traurig, dass man dieses Spiel als Erwachsener stundenlang spielt, schäme dich. Ah, ja. Und tschüss. Brauchst du mehr Banken, oder? Es geht, wir haben schon, es geht schon. Brauchen wir jetzt noch 10, 15 Runden, dann haben wir es fertig. Oh, 500.000 dafür. Ist halt alles auf Mittel sehr teuer. Und auch alles sehr stark. Die Gegner. Voll widerlich. Du hast super viel verpasst. Extrem viel. Also wirklich die halbe Welt habe ich schon zugeschaut. Alles. Und ich kann es gar nicht alles in Worte fassen, was du alles verpasst hast.
Haha, nice, dass du Owen gebannt hast. Dachte schon, solche Menschen regen jeden auf. Uff, reg mich nicht auf. Max-Stufe, da haben wir es schon. Sieht schon Level 20. Das Ball ist sich zu stark verbessert. Sehr nice auf jeden Fall. Die normalen Bloons, die normalen DDTs sind ganz schnell weg jetzt. Aber jetzt noch Banken zu bauen, das wäre unnötig. Seht ihr den Ball, wie der aussieht? Wow, krass, oder? Ein schöner, dicker, roter Ball. Sieht nice aus mit dem Skin. Sieht sehr nice aus. Das ist das Stream zum letzten Video, oder? Wie bitte? Kannst du mal gucken, wie viel Geld man in welcher Runde bekommt? Google mal selber. Ich denke, du wirst es über Google sicherlich finden. Ansonsten in meinem Video, wo steht, in welcher Runde welcher Bloon kommt. Alter. Habe ich euch verlinkt, wo eine Seite ist, wo ihr das nachgucken könnt. In der Streambeschreibung findet ihr auch die Playlist für alle besonderen Videos. Da müsste es drin sein. Da einfach mal nachgucken. Die hat auch schon 700.000 Popcounts. Das ist echt heftig, ey. Wie hast du das Update runtergeladen über Steam? Oh, ich hab ja letztens ein Video gemacht, welche Version besser ist, Mobile oder Steam, und habe gesagt, die Steam-Version ist besser. Warum man die Updates früher bekommt, und so ein Holzkopf hat geschrieben, das ist doch gar kein Vorteil, dass man vorher Updates bekommt, das interessiert doch keinen. Ja. So ein Holzkopf sagt, ihr findet es voll in Ordnung, in der Mobile-Version ein, zwei Tage später das Update zu kriegen. Wie ihr seht, fragen super viele Leute danach. Und hier mal auch einen rein hin, würde ich sagen. Ja, Holzköpfe halt, ne? Was soll man dazu sagen? Na, ich glaube, wir brauchen sogar tatsächlich noch 20, 30 Runden, ey, holy. Hast du ein Video gemacht bei Runde 400 Plus? Ja, habe ich. Ich glaube, es ist eine Anlehnung, dass du hast einen französischen Helden. Ja, Jeanne d'Arc kennt also jeder hoffentlich. Der Tempel hat jetzt 700 Millionen Popcorn. Ja, ist ja nicht viel. Eine Milliarde schon. Ist jetzt nichts, was jetzt ultra krass wäre. Geht besser. Wie findest du Nerdfantasy-Spielchen? Wir werden sie gleich spielen, Massimo. Nach dieser Mission werden wir sie definitiv spielen. Wir wollten erstmal kurz herausfinden. Kurz, ja. Leider habe ich keine Leichtmission gefunden, wo das möglich wäre. Ob die schwarze Adora genauso gleich aussieht. Wie sonst, oder ob sie ein anderes Aussehen hat jetzt. Ich befürchte, dass sie exakt genauso aussehen wird wie damals, weil einfach der schwarze Adora-Skin die normale Adora übersteuern wird. Aber wir gucken mal. Kannst du für das Runde aus den Händen auch ausschalten? Adora nervt ein bisschen. Nö, mich nervt sie nicht. Alles gut. Er macht einfach gar keinen Damage, ey. Ah, der ist so nutzlos, der Anti-Bloon. Das ist so ein nutzloser Skill, finde ich. Oh, wir haben nochmal, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Gold. Ein bisschen brauchen wir noch. Aber ist auch nicht verkehrt. Wir können dadurch ein paar Popcorns sammeln, was nicht schlecht ist. Servus, André. Wer kennt sie nicht, die ganzen Holzköpfe? Sieht so aus, ne? Pinocchios. Ganz viele Pinocchios. Pinocchios. Spielst du alle LP im Stream? Nee, viele spiele ich für mich alleine. Per Video und lade sie dann erst hoch. Live-Let's Play sind immer super anstrengend. Weil ihr immer so aufmerksamkeitsgeil seid. Wusch. Wusch. Die Laser bei Mantiblune, ja, mach ich trotzdem nicht. Er soll normal stark sein, sonst ist er mir. Mag ich ihn aber nicht. So, wir haben 50.000. 50.000 primär, 50.000 Militär, 15 Unterstützung, 50.000 davon. Wie gesagt, jetzt brauchen wir den halt noch. Legende in der Nacht ist gleich am Start, 240.000. Und dann halt noch den wahren Song für eine halbe Million. Dann wäre auch schon fertig. Hat dann auch nur gefühlt 2 Jahre gedauert. Warum hast du dich Kreditverbesserung bei den Banken? Habe ich dir vorhin schon beantwortet, Tim, weil es einfach so teuer ist.
Man sollte es frühzeitig machen, dann nutzt es auch, aber jetzt 9.500 dafür zu bezahlen oder 8.500, 700.000, das ist einfach zu viel. Warst du schon auf einem Expertenplatz geschafft? Ich habe glaube ich schon Dunkle Burg geschafft, Tizi, ja. Bin ich mir aber gerade unsicher. Würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Uff. Uff, uff, uff. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Nicht so. Ich weiß nicht, warum Rückwärts so krass teurer ist. Keine Ahnung. Auf Leicht habe ich leider keine Mission mehr übrig gehabt. Sehr bedauerlich. Ich war 5 Minuten nicht da, aber den Stream mal laufen lassen, damit meine Katze wieder schauen kann. Sie hockt einfach immer noch da und schaut auf den Bildschirm. Lol. Voll süß. Ja, Bert ist voll stark. Voll räudig. So, haben wir hier nochmal 200.000, 150.000. Wir gehen danach immer noch nicht ready. Und dann nochmal 500.000 für den wahren Sonnengott. Okay. Bei dem schaut es immer so knapp aus mit den DDTs. Ja, ist voll eklig, oder? Quietsch! 700.000! Quietsch! Eine Kleinigkeit vom Patch, wenn man einen Code eingibt, ist der blinkende Strich größer. Ist ja wieder klar, dass das nur mir aufgefallen ist. Ich gebe den Code nicht ein, deswegen fällt mir das gar nicht, kann ich mir das gar nicht auffallen. Alter, die Partikel, die alle rum und hin und her fliegen. Holy. Sieht man da gar nicht mehr durch. Was hältst du vom Coronavirus? Finde ich ganz toll. Finde ich super. Ich finde das Update, Ausrufezeichen Update. Geht so. Leider keinen neuen Turm. Dafür einen neuen Adora-Skin, immerhin. Ja, macht schon schön Schaden. Wait, die Route von Adoras Tempel wurde verändert, oder bin ich gerade dumm? Das ist rückwärts. Statt außen und dann erst innen, laufen sie erst innen und dann später außen. Da haben wir auch schon wieder 900.000 Pop, noch 900.000 Popcorns drauf. Ups, kein Tempel opfern. Nichts opfern hier. Warum wollen alle Leute auf YouTube den schwarzen Sonnentempel? Keine Ahnung. Frag sie doch einfach mal. Also abgesehen von mir jetzt. Weil ich die einfach nicht weiß. Oh, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen weiter in die Mitte setzen sollen. Wäre ganz cool gewesen. Ja, so ein Bad zu killen ist schon ekelhaft, ne? Muss man schon mal sagen. Ich hab's auch mal versucht, aber dann habe ich mir dein Video angeschaut und jetzt probiere ich das. Viel Spaß. Gibt's einen Dark Adora Skin durch den neuen dazugefallen? Keine Ahnung, werden wir herausfinden. Ist allerdings nicht so einfach, weil es auf Rückwärts oder auf Mittel grundsätzlich unglaublich teuer ist. Na, auch schon wieder 2,7 Milliarden Popcorns. Das wird jetzt direkt schwerer. Kommt auf die Map drauf an. Hier macht es eigentlich keinen Unterschied. Ich kann einfach mal die Legende der Nacht machen, aber kann ich nicht. Dann müsste ich das Geld rausnehmen. Das wäre ein bisschen uncool. Ich finde Preis-Leistung der Legende besser als der wahre Sonnengott. Findest du? Wird total nutzlos. Ich finde Legende der Nacht einfach uncool. Ja, 60.000, okay. Puh, das sind sicherlich 30, 40 Runden, die wir brauchen. Für diesen verkackten schwarzen Sonnengott. Wie magst du Pommes? Im Ofen oder Fritteuse? Fritteuse wäre sicherlich schon cool, aber super viel Ölverschwendung. Deswegen mag ich sie lieber im Backofen. Wenn ich mir welche mache. Also auch selbstgemachte. Die sind so schnell, das ist Wahnsinn, oder? Ist das abartig. Ich finde, der BT6 ist am besten. Gibt GPs, die sind zwar auch ganz gut, aber vercheckt manchmal so viele Sachen, dass ich mir nicht immer anschauen kann.
Ja, ja, ist der Grund gewesen, warum ich mit YouTube angefangen habe. Es gibt viel zu viele unskilled Leute, das mich einfach nur stört. Uff. Feel the light. Wird der wahre Song schon bei dieser Map schwarz? Ne, bei jeder Domi. So, hier kommen wir noch ein bisschen Gold dazu. Okay, haben wir zumindest 88.000. Machen wir Legende der Nacht erstmal. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. Jetzt brauchen wir noch 500.000, Leute. 440.000 Gold nur noch. Voll easy, oder? Ich glaube, das Geld gibt es nicht in Koop. Das ist nicht aktiv. Steht auch da, wenn du Koop spielst. Aber ihr müsst euch einfach mal ein bisschen was durchlesen, wenn uns nicht immer alles wegklicken. Was würdest du machen, wenn du eine Woche lang alles machen könntest? Wirklich alles. Keine Ahnung. Wahrscheinlich genauso weitermachen wie bisher. Bin wunschlos glücklich. Fast wunschlos glücklich. Warum kommen Lohnspiele nur alle paar Jahre? Weil es gute Spiele sind. Sowas wie Clash of Clans. Clash of Clans. Call of Duty kommt halt öfters, ja. Irgendwie jedes Jahr gefühlt. Oder neues iPhone, weil es einfach halt nicht so. Okay. iPhone-Bashing. Auch schon 3 Millionen Schaden. Oh. Okay, ich glaube. Okay. Legendär Nacht hat uns gesaved. Sonst hätten wir jetzt verloren. Ach, ekelhaft. Wir kriegen. Wir haben 3, 6, 9, 12, 15 Plantagen. Verkaufen wir für jeweils. Das heißt. 75.000 kriegen wir dazu. Das ist ja eklig. Vergiss den Braumeister nicht. Ja. Schwierig, schwierig, wa? Zwar wir haben Speed, die Dinger, ja. Legende bringt doch etwas. Naja, für irgendwas muss es ja gut sein, die 250.000. Ich will auch für viele Schuriken, die sie schmeißt, extrem gut. Seht ihr das von Adora hier in der Mitte? Ja, in der Mitte, da, da wo mein kleiner Cursor ist. Ah, schon nice. So, was wir machen werden, wir halten sonst nicht mehr lange durch gegen, ne, für den wahren Sonnengott, das ist uncool. War auch schon 1,7 Millionen Schaden, auch nicht wenig. Das ist ja voll eklig. Ja, Versorgungskisten, puh, na gut, wir gucken mal. Ich würde sagen, wir sammeln alles ein, verkaufen sie alle. Nur nicht die Legende der Nacht verkaufen, ist ja irgendwie doof. So. 180.000 haben wir. Wir brauchen noch 320.000 Gold. Nun gut. Das wird teuer werden, hm? Nur für euch. So eine sinnlose Verschwendung von Geld war diese Runde gewesen. 320, ich muss kurz überlegen. 320.000 durch 2500. Ich brauchte 128 Kisten. Ich kann es nicht machen, Leute. Ich werde in dieser Runde den schwarzen Sonntempel nicht machen können. Sehr bedauerlich. Kann einer von euch mal Herausforderungen erstellen, wo ich ganz viel Geld habe? Wobei, ist eigentlich viel egal. Das kriege ich auch selber hin. Schade, nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum es auf einmal so teuer gewesen ist, hier alles in dieser Runde. Wir werden es aber nicht hinbekommen. Sehr bedauerlich. Schade, schade. Ist mir auch ehrlich so dumm jetzt gewesen, muss ich gestehen. Ist das der gewesen? War es sogar gewesen, ne? Kannst du bitte... Wow, wir hätten uns die Zeit sparen können. Holy... Verkauft die Tier 5 außer die Super? Dann hätte ich aber keinen. Na, hätte natürlich recht. Oh, ist aber ein schöner Skin, ha? Huh? Wow. Der ist hübsch. Ich habe das alles nur gemacht, um nur ein bisschen Fake zu machen und so. Wollte gucken, ob ihr so lange durchhaltet. Eigentlich habe ich schon lange fertig gemacht. Nicht schlecht. Holy shit. Na, Frixie?
So. Ja, leider. Verkauf den. Aber. Was sie schießt, sind aber auch diese dunklen Klingen. Alter, für nichts stimmt ja gar nicht. Wir haben Erfahrung gesammelt. Das war okay. Holy. Verschwinden sie, die Sonnenavatare. Ich finde es irgendwie hässlich von Adorna Aether Science, aber der dunkle Skin ist richtig nice. Ach komm, wir können sogar Runde 8, Runde 9, Runde 10 und so weiter spielen. Ist aber nur ein Skin. Ja, aber sieht doch voll geil aus. Alter. Hi Nilox, hab heute die Tafel von 121 Wörtern geschrieben. Wie süß. Und doch alle richtig schreiben müssen, wa? Ist ja unglaublich. Könnt ihr das eigentlich noch, Leute? Könnt ihr eigentlich noch ein Diktat schreiben ohne Autokorrektur? Kriegen das die Schulkinder von heute noch hin? Ernsthaft wirklich Wörter zu schreiben per Hand? Das ist ja erstmal das erste per Hand schreiben. Und dann ohne Fehler, ohne Autokorrektur? Das ist ja krass. Der Skin ist zu eintönig, der neue meinst du? Ich finde auch, aber der Dark Skin sieht da richtig edel aus. Holy. Okay. Ja, war geplant gewesen, Adoras Tempel auf rückwärts gemacht. Puh, nice Sache. Wir haben natürlich, ja, wir haben jetzt einfach gesucht hier ein paar, wo haben wir es denn? Hier, 5 Millionen Werbloons und Bloons der Mobklasse. Ich brauche es ja ein bisschen mein Dings voranbringen. Sapeur, das Achievement. War schon wichtig, war schon wichtig. Gut, wir machen.